Danke. Oh, danke. Danke, Jesus. Das ist die Wahrheit. Und wenn du die Wahrheit hörst, dann jubelst du. Halleluja. Halleluja. Warum bist du hier? Ich möchte heute eine Serie anfangen. Ah, wir haben ja Kinderdienst. Genau. Beten wir noch. Danke, Vater, für die Kinder. Danke, Jesus, du liebst die Kinder. Du lässt sie zu dir kommen und danke, dass sie ernährt werden in deinem Wort. Danke, Herr, dass es Kinder sind, die aufwachsen in deinem Wort. In Jesu Namen segnen wir jetzt diesen Kinderdienst. Halleluja. Mit Weisheit, mit Kraft und schöne Zeit. Amen. Ich möchte eine Lehrserie anfangen, weiß nicht, wie lange das jetzt geht, aber ich möchte über Gemeinde predigen, habe ich im Herzen. Es passt auch ganz gut, was wir heute besprochen hatten noch und was der Marc mir alles erzählt hat. Ich wusste gar nicht, was er wusste nicht, was ich predige, ich wusste nicht, was er predigt, aber Gott hat anscheinend was zu sagen über Gemeinde. So, dann freue ich mich, wenn ihr eine Bibel mitbringt und dabei habt und mit aufschlagt, weil das Wort sagt, was wir mit eigenen Augen gesehen haben, was wir angetastet haben vom Wort des Lebens. Das ist das lebendige Wort. Und wir schauen es uns an, wir tasten es an. Halleluja. Und ich möchte gern, dass wir gehen in die Schöpfungsgeschichte. In der Schöpfung wurden zwei Menschen hervorgebracht. Das eine war der Adam und das andere die Eva. Oder vorher hat es ja geheißen die Männin. Die Männin. Wer bei uns schon länger ist, der weiß, dass wir das Alte Testament lesen als ein Schattenbild. Ein Schattenbild aufs Neue drauf hin. Und wenn wir das so lesen, dann können wir immer von Alten ins Neue Testament springen. Und Adam und Eva, das ist ein Bild auch. Das waren nicht nur die ersten Menschen, sondern Adam und Eva sind ein Bild. Der Adam ist ein Bild für Christus und die Eva ist ein Bild für die Gemeinde. Und im ersten Mose 2, und da möchte ich eben, dass wir im Hinblick auf Gemeinde auch das Ganze uns anschauen.
dass wir wissen, was wir hier überhaupt machen. Ne? Und in Vers 18, da heißt es: Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Jetzt, wenn wir uns das anschauen, dass der Mensch, Adam, ein Bild ist auf Christus und der braucht eine Gehilfin, eine Gemeinde, dann können wir das auch so lesen. Es ist nicht gut, dass der Christus alleine sei. Ich will ihm eine Gemeinde machen, die ihm entspricht. Wow. Eine Gemeinde, die ihm entspricht. Und dann fangen wir mal an im 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Also lasst uns, Gott war da nicht alleine, sondern der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, lasst uns Menschen machen, also Menschen Mehrzahl, nach unserem Bild. Uns ähnlich. Und dann auch, warum? Die sollen herrschen über die Erde, über die Fische im Meer, über Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, was auf der Erde kriecht. Und dann, und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, in Gottes Bild schuf er ihn, als Mann und Frau. Also, da wurde der Mensch geschaffen und es wurde eigentlich nur ein Mensch geschaffen, aber als Mann und Frau. Weil die Eva, die war schon im Adam drin. Die war schon in ihm drin. Also, die Anlage war schon da. Und das ist, was Christus auch, in ihm war die Gemeinde. Schauen wir uns noch später genauer an. In ihm war die Gemeinde schon drin. Von Adam heißt es auch, das war der Erste und Jesus ist der Letzte. Adam war eine lebendige Seele und Jesus ein lebendiger Geist. Also ein Geist. Und dann weiter. Im Vers 7, da bildete Gott der Herr den Menschen vom Staub von der Erde und blies ihm Odem des Lebens in die Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Da war Adam auf der Erde dann. Und dann, haben wir gerade schon gelesen, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei, ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott bildete, und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes, alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen und so weiter. Und in Vers 20 heißt dann, aber für den Menschen fand sich keine Gehilfin, die ihm entsprochen hätte. Und da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen. Und das ist die Trennung von Jesus. Das ist die Trennung von Jesus, wie er am Kreuz war, vom Vater. Da wurde er getrennt. Und also wir schauen uns das alles an im Hinblick aufs Neue Testament.
Er ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und während er schlief, nahm er eine seiner Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Also Gott hat, und es ist auch interessant, also er hat die Rippe rausgenommen und verschloss es mit Fleisch. Da ist nichts vom Blut die Rede, weil da war noch keine Sünde. Das Blut braucht man für die Sünde, für die Erlösung. Und die Rippe, also das ist ein Bild für die Auferstehung. Und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, bildete die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu den Menschen. Da sprach der Mensch, das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch sein. Bei uns heißt es aber, wenn wir unser Leben Jesus geben, dann sind wir ein Geist mit ihm. Dann ist es nicht mehr Fleisch, dann sind wir ein Geist mit ihm. Und Gott ist ja Geist und er hat eine Kopie gemacht. Er hat eine exakte Abbildung gemacht. Und ich habe mich heute auch gefragt einfach, ob jetzt Adam und Eva überhaupt Blut hatten. Aber ob die einfach Geistwesen waren mit einem Körper, wie es Jesus später war. Jesus sagt später, fass mich nicht an. Ich habe Fleisch und Gebein, aber da redet er nicht mehr vom Blut, weil das Blut ist nur wichtig für die Erlösung. So, und jetzt ist es so, dass Christus, der möchte eine Gemeinde haben. Eine Gemeinde, die aus ihm geboren ist, die aus ihm herausgekommen ist. So wie eben wir das da anschauen, wie die Eva, und die Eva, die Frau, ist Gemeinde. Und ich sage euch was, warum Frauen in Religionen und überall so angegriffen wurden, weil sie ein Bild sind für die Gemeinde. Und auch Schönheit zum Beispiel. Die Frauen strahlen das aus, was im Manne drin ist. Und der Mann repräsentiert Christus. Und das, was in Christus herauskommt, das Schöne, das strahlt die Frau aus. Aber man kann nicht, ich will jetzt keine Frauenkonferenz oder irgendwas, sondern die Gemeinde. Die Gemeinde, die aus Christus kommt. Und die Gemeinde, das heißt, das hat der Marc, glaube ich, ist ja wurscht, ob er es gesagt hat oder nicht, aber die Gemeinde heißt, das ist das Wort Ekklesia, die Herausgerufenen, und die sind abzustammen. Also wir haben unsere Abstammung aus Christus. Wir sind aus Gott geboren. Wir sind hier herausgerufen worden, aus der Welt herausgerufen worden. Wir sind hier kein Club, der irgendwelche Spielchen, ich spiele jetzt den Gitarrenspieler und du den Pastor, sondern wir sind herausgerufen worden und unsere Ämter sind von Gott eingesetzt. Amen. Paulus betont es immer. Er sagt, Paulus, ein Apostel von Gott berufen.
Und er hat auch seinen Wiedergeborenen Salbungen gegeben, Gaben gegeben. Da kommen wir noch irgendwann hin. Aber er setzt die Leute ein in der Gemeinde. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die von Gott auserwählt, berufen und vorwärts geht. Halleluja. Im Neuen Testament spricht man auch von der Ekklesia, eben von den Erlösten. In der ersten Gemeinde wurde die Gemeinde Ekklesia genannt, um sie von der Synagoge, das waren die jüdischen Gemeinden, die Synagogen, zu unterscheiden. Also so hat man da erkannt, das sind Juden, die gehen in die Synagoge und die andere, das ist die Ekklesia. Genau. Und dann gibt's aber noch ein anderes Wort, das habe ich mir rausgesucht, die Episynagoge, das ist Versammlung von Epi und Synap, sammeln. Also da werden Menschen gesammelt. Die werden gesammelt. Von wem werden sie denn gesammelt? Ich habe irgendwann gedacht, ich habe keine Lust mehr auf Gemeinde. Ich habe keine Lust mehr auf Gemeindespielchen. Hat aber nicht lang funktioniert. Dann hat mir der dann habe ich den Marc seinen Dienst damals in Passau, FF Nations, mir übers Internet angeschaut. Und obwohl ich ja gar nicht mehr irgendwo hingehen wollte, hat mich das wie ein Magneten angezogen. Ich musste dorthin gehen. Dann habe ich erst am Livestream und dann musste ich dahin. Und dann könnte man sagen, ach, so ein Zufall oder so, aber das war kein Zufall. Und ich wusste, ich muss da hingehen. Und ich habe immer gesagt, ich hatte keine Hochzeitswünsche, ich habe immer gesagt, ich gehe nicht in die Gemeinde, um einen Mann zu finden oder so, ich will Gott finden. Ja, ist ja auch wichtig. Also manche gehen vielleicht in die Gemeinde, um einen Mann zu finden oder eine Frau zu finden, weil dann haben wir die gleichen christlichen Interessen oder so. Aber mein Gott hat mir meinen Mann auf die Seite gestellt. Da brauchst du gar nicht mehr lang suchen. Und genauso ist es mit der Gemeinde. Ach ja, na ja, dir gefällt's mir besser, weil da ist die Musik schöner und dann machen wir schöne Spiele danach oder irgendwas. Das ist kein Grund, sich eine Gemeinde zu erwählen, sondern du musst gesammelt und berufen werden. Und dann, ob es dir gefällt oder nicht, ob dir die Musik zu laut ist oder die Stühle zu unbequem, das hat nichts zur Sache. Hat Gott dir gesagt, dass du hier sein sollst? Hat es dir Gott gesagt, dann bist du hier richtig. Oder tust du jetzt zu deinen eigenen Interessen, da gefällt's mir besser und da hat mich der Pastor beleidigt und da hat er mich nicht angeschaut oder, wisst ihr? Gott reinigt seine Gemeinde. Oh, na ja, wir sind ja alle eine große Gemeinde, wisst ihr, wir können, wo er mich hinweht, aber du hast eine Salbung. Du bist gesalbt. Ich weiß nicht wofür. Und wenn du das nicht hervorkommen lässt von Gott, da heißt, wer sich absondert, der sucht das eigene. Dann nennt man das Egoismus. Ja, sind vielleicht harte Worte, aber Jesus war auch manchmal scharf. Und es ist wichtig, dass wir aufwachen. Das heißt immer, wacht auf, der ihr schlaft, damit Christus euch aufleuchtet. Nicht, dass wir nette Gemeinschaft haben, sondern auch wenn wir miteinander zusammen sind. Wir können Gemeinschaft haben im Vater, wenn wir zusammen sind.
Nicht in irgendwelchen, oh ja, na ja, ich bin seit 20 Jahren Christ, meine Großmutter war auch schon da und deswegen irgendwie, ne, und das ist ja, wir haben ja dieselben Interessen und dann könnten wir ja mal zusammen oder, ne? Aber mir hat dann Gott gesagt, also wie gesagt, ich hatte keine Hochzeitswünsche oder irgendwas, sondern ich bin dann ich bin da hingegangen. Himmelswillen, schon gar kein Pastor, ne, heiraten. Aber ich war irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Herr, mach mit mir, was du willst. Mach mit mir, was du willst. Ich habe mein ganzes Leben lang gesucht nach dieser Erfüllung, nach dieser Liebe. Und ich habe mein Leben vielleicht, manchmal war es lustig, manchmal habe ich es an die Wand gefahren, aber ich möchte einfach, dass du mit meinem Leben machst, was du willst. Und es gibt auch fruchtbringende Leiden, wo ich immer so schön drüber rede. Leiden, nehmt die Leiden des Christus auf euch, damit ihr ihm ähnlich werdet. Und manchmal auch in der Gemeinde leidest du, gehst durch was durch und dann, aber warum? Dass wir immer, dass Christus hervorkommt, dass alle eigenen, anerzogenen Dinge, schneidet er ab. Die schneidet er ab und manchmal macht's ouch irgendwie. Und es ist nicht immer witzig. Danke, in Jesu Namen ist dieser Husten weg. Halleluja. Halleluja. Und das hat Jesus auch gesagt. Er hat gesagt, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Wer es aber festhält, der wird es verlieren. Vielleicht verlierst du all das, was du mal gern gemacht hast. Vorstellungen, Meinungen, Erfahrungen. Und Paulus hat sogar gesagt, ich halte das alles für Dreck. Alles, was er wusste, alles, was er studiert hatte, alles, wo er besser wusste, war Dreck. Damit ich Christus gewinne, hat er gesagt, damit ich Christus gewinne. Ich will das. Ich will das. Ich will das und nichts anders. Halleluja. Ich will keine Spiele spielen. Wisst ihr, mir hat es eigentlich in der Welt ganz gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwo, ich wusste immer irgendwo was mit meinem Leben anzufangen. Ich bin nicht in die Gemeinde gekommen, weil es mir langweilig war oder ich könnte alles Mögliche unternehmen. Aber ich will Christus. Ich will diese Liebe und dafür lasse ich alles liegen. Heißt es auch, rennt euren Lauf irgendwo. In der Rennbahn rennt jeder irgendwo, aber habt euer Ziel vor Augen. Manchmal sagt Jesus so, und jetzt packst deine Sachen und gehst dahin. Das ist nicht immer einfach. Ich habe damals mal alles verloren. Aber dann ist es wie diese Geschichte mit der Perle. Kennt ihr die? Wo einer alles wegen dieser einen Perle. Und Jesus ist unsere Perle. Und irgendwann bist du so ergriffen, dass du, weiß nicht, du kannst, ich kann gar nicht anders. Ich kann nicht anders. Bei dem Film Matrix, da gab es so eine Ding, du kannst die blaue Pille oder die rote Pille schlucken, aber wenn du die eine schluckst, dann geht's in eine Richtung. Halleluja. Und dann stirbt alles, was aus dem alten Menschen kommt, stirbt alles, was aus deiner Anerzogenheit oder so kommt, alles stirbt, alles geht weg. Aber Christus kommt hervor. Bist du bereit?
Und manchmal ist es echt. Einmal, ne, dann habe ich gemerkt, oh, Gott hat mich zum Predigen berufen. Dann sagt er auf einmal, so, und du bleibst jetzt hier sitzen. Dann mal auf einer Konferenz, dann habe ich mich schon gewundert, ja, nur Männer predigen, ne? So. Und ich habe mir wirklich gewünscht, dass da Frauen predigen. Und dann sagen sie mir, okay, du predigst jetzt dann. Ganz spontan, so unvorbereitet. Okay. Nach der Predigt, dann war die Predigt zu Ende, dann sollte ich predigen, dann sagt man zu mir, nee, du predigst heute Nachmittag. Okay, naja, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, mich vorzubereiten, auch gut. Dann Nachmittag, dann sollte ich drankommen und dann sagt man mir, aber bloß eine Viertelstunde, gell? Und dann war ich kurz davor und mir gedacht habe, okay, ich gehe jetzt heim. Lass mich doch nicht verarschen hier, ne? So. Dann haben wir gedacht, okay, ich bin jetzt gar nicht damit einverstanden, aber ich bin nicht der Leiter hier, sondern ich füge mich jetzt, was der Leiter sagt. Dann habe ich eine Viertelstunde gepredigt, alles was irgendwo, wie ein Maschinengewehr. Was war. Und es war wirklich ein Hammer, was dann rauskam, aber das war deswegen, was ich ja nicht wusste, aber der Herr wusste das ja. Und es war perfekt, weil da waren ganz viele Leute, die gegen mich waren. Und hätte ich die eine Dreiviertelstunde eine Botschaft, dann wären die gar nicht sitzen geblieben. Aber in dieser Viertelstunde konnten sie sehen, dass nicht ich berufen bin, also mich berufen habe, sondern dass es von Gott kam. Und dann sind ganz viele zu mir hergekommen und haben sich entschuldigt und so weiter. Für meine Seele war das nicht witzig. Mal so, war schon kurz vorm Ausflippen. Und das ist es hier, was wir hier machen. Da wirst du bestimmt manchmal an deine Grenzen, an deine seelischen Grenzen kommen. Aber das ist gut. Manchmal haben wir gedacht, Gott, seit ich mich in der Gemeinde bin, willst du das denn wirklich? Wenn mir das vorher jemand erzählt hätte, dann hätte man das vielleicht überlebt. Aber ich will ja Christus. Und es ist ein schönes Leben mit ihm. Und es ist ja gut, wenn er das Alte alles wegschneidet, wo du vielleicht noch gedacht hast und gar nicht weißt, dass das ja irgendwie, dass du stinkst oder so. Ich will jetzt nicht sagen, dass du stinkst, aber wir brauchen ja das Wasserbad des Wortes, heißt es immer. Und wenn wir ein Wasserbad brauchen, also da muss was weg, was nicht gut riecht. Ja, also eine Gemeinde, die aus Christus herausgenommen wird, das repräsentiert die Eva. Die kommt aus Christus heraus. Und er schneidet einfach alles weg, was aus uns herauskommt. Gute Ideen. Der Marc sagt immer, es gibt gute Ideen, es gibt göttliche Ideen. Hey Gemeinde, treffen wir uns nächste Woche und tun evangelisieren. Geh mal zu den Flüchtlingen und die Armen, das müsst ihr sowieso. Klingt gut. Gute Aktivität, gute christliche Aktivität. Jetzt ist halt dann die Frage, ist es eine gute Idee? Ich will das auch nicht abtun, ne? Also wenn Gott sagt, gehen wir da hin, dann gehen wir da hin. Aber dann ist halt die Frage, ist es jetzt eine gute Idee oder ist es eine göttliche Idee? Hat es Gott gesagt oder haben wir jetzt mal gute Ideen? Und es ist wichtig, dass wir vom Geist geführt werden und nicht vom Fleisch geführt werden. Amen.
Bist du bereit, Vorstellungen gehen zu lassen? Letzte Woche hat der Marc am Mittwoch über den Elisha und Elia, ich weiß nicht genau, Elisa und Elia, genau, gepredigt. Und dann, wer war denn jetzt? Der Gehesi, Gehasi, genau. Und mit wem war der unterwegs? Mit dem Elia. Auf jeden Fall sagt dann der Elia zum Gehasi oder so, jetzt gehst mal und schaust, ob es schon geregnet hat. So, okay. Nach dem vierten Mal hätte ich mit meinem Temperament wahrscheinlich irgendwann gesagt, lieber Pastor, das hast du mir vor 5 Minuten schon gesagt. Ich war jetzt das vierte Mal draußen. Dann sagt er wieder, siebenmal hat er zu dem Gehilfen gesagt, geh raus. Und ich meine, vom Natürlichen würdest du denken, na, der Pastor hat vielleicht sein Gedächtnis nicht ganz so im Griff oder was auch immer irgendwie. Aber umso geschmeidiger wir sind, umso mehr wir auf Gott vertrauen, umso mehr lassen wir uns leiten, umso mehr lassen wir uns was sagen und umso mehr wachsen wir. Ich hätte nie gedacht, was in mir drin steckt. Ich habe immer gedacht, ich bin so ganz liebe, freundliche, immer mit mir kannst du nicht streiten, immer in Frieden, so. Aber wir haben schon Dinge durchgemacht, gell, Martin? Und wir sind immer noch hier. Und wir haben gelitten. Fruchtbare Leiden. Weil Gott gesagt hat, sage ich ja immer so gern, ne? Ich würde ja auch gern am Strand gehen und meine Cocktails trinken und irgendwie. Und würde nicht mein ganzes Geld in die Gemeinde und keinen Urlaub machen und 14 Stunden arbeiten für ein Offering oder so. Also irgendwie musst du ja wissen, hey, da ist Gott dahinter. Das ist Gott. Auch das Gebäude, wie wir hier gemietet haben, wenn du das gesehen hättest, bevor du... 6 Wochen haben wir hier renoviert mit einer Gruppe, Tag und Nacht. Ich konnte keinen Staub mehr sehen. Aber der Herr hat uns gesagt, sechs Monate. Ich habe sogar auf der Baustelle geschlafen. Ich will jetzt nicht sagen, ich habe und so, aber ich will nur dir eine Sicht geben, warum man manchmal manches durchhält, warum Paulus im Gefängnis immer noch Loblieder gesungen hat, warum Paulus sagt, ich wurde gesteinigt, habe Schiffbruch gehabt und so weiter. Kann alles passieren. Aber aus allem gehen wir immer siegreicher vor. Immer siegreicher vor. Und wir haben einen Herrn, der uns gesagt hat, dass wir hier sein sollen. Und deswegen sind wir dann auch hier. Und ich habe, im Hebräer. Im Hebräer heißt, im Hebräer 10, Vers 23, lasst uns festhalten am Bekenntnis, also am gleichen Sprechen wie, der Hoffnung ohne zu wanken. Denn er ist treu. Sag mal, er ist treu.
der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und ich habe mir da jetzt, mir ein paar Sachen rausgeschrieben, was da im Griechischen dazu gestanden ist. Nicht nur die gottesdienstliche Versammlung der Gemeinde ist gemeint, sondern auch das Versammeltsein, also das Versammeltsein zum gemeinsamen Gottesdienst als Lebensstil. Also das sind wieder die Herausgerufenen, die sind gesammelt worden. Und das ist auch ein Lebensstil. Und nicht als einmaliges Tun. Und dann heißt es, es ermahnt die Verbindung mit dem Gläubigen und Christus. Ist immer gut, wenn man seine eigene Schrift lesen kann, gell? Nicht zu warten und seine eigene Verantwortung als Teil des Leibes Christi nicht zu vernachlässigen. Du hast eine Salbung bekommen für irgendwas. Und es ist deine Verantwortung als Teil des Leibes, das nicht zu vernachlässigen. Wow. Und dann gehen wir mal im 1. Korintherbrief. Im 1. Korinther 10. Da sagt er, ich rede ja mit Verständigen, beurteilt, was ich sage. Denn der Kelch, ich lese gerade im Vers 15, denn der 16, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes, da geht es ums Abendmahl, ne? Des Christus, das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes, des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen ein Leib, denn wir haben alle Teil an dem einen Brot. Wir zusammen sind ein Leib. Kannst du ein Brotleib auch vorstellen? Oder ein Körper, ist noch besser. Einfach ein Körper. Und jeder ist ein Teilchen davon. Bei Paulus war es so, der hat die Gemeinde verfolgt und Jesus begegnet ihn und sagt, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Er hat ja nicht Jesus direkt verfolgt, er hat die Gemeinde verfolgt, aber Jesus identifiziert sich mit seinem Leib. Und durch das Blut sind wir Teilhaber am Leib. Und da gibt es eine große Gemeinde. Da gibt es eine riesengroße Gemeinde. Und das ist der ganze Leib. Aber jeder von uns ist ein Teil davon. Jeder von uns. Und wenn man das alles zusammenkommen lässt,
dann ist es ein Ganzes. Ich habe mir da aufgeschrieben, es ist kein individuelles Ich und es ist kein individuelles Du. Sagt ja auch das Wort im Deutschen schon, gemeinsam. Also nicht die Gemeinen, sondern die miteinander gemeinsam Sache machen. Und Gott wird es nicht segnen. Du kannst noch so viel christliche Aktivitäten und zu Hause alleine dein Studium machen. Das ist nicht Gottes Wille. Das ist nicht Gottes Wille. Sonst würde es hier auch nicht im Hebräerbrief so deutlich sagen. Verlasst eure Versammlungen nicht. Also wenn nicht ich und wenn nicht du, wer dann? Und das sagt die Bibel auch ganz klar. Christus in uns. Christus in uns. Und er musste ja gehen. Er musste ja gehen, damit er sich ausgießen kann. Damit er sich in dir und in mir ausgießen konnte. Das ist gewaltig, was da passiert ist. Und Jesus ist nicht nur gestorben, damit wir erlöst sind, sondern Jesus Christus ist gestorben, damit er eine Gehilfin hat. Habe ich neulich schon mal davon gepredigt, er braucht uns auch. Und das habe ich in der Frauenkonferenz schon mal gesagt irgendwo, wenn es dann auch heißt, dass die Frau dem Mann eine Gehilfin ist. Das ist nicht diejenige, die dem Mann dauernd die Socken hinterher trägt oder irgendwas. Und es heißt sogar in der Bibel, Gott ist unsere Hilfe und Gott ist auch keiner, der dir dauernd die Socken hinterher trägt. Sondern eine Gehilfin, die auf seiner Ebene, die ihm entspricht. Weil du kannst dir ja auch einen Hund antrainieren, der da deine Socken nachträgt. Ne? Sondern eine Gehilfin, die ihm entspricht. Wow. Wir sind quasi die Rippe, die aus ihm herausgenommen wurde. Und als Jesus da am Kreuz hing, wenn die dann alle nicht gestorben waren, dann machen die das so, dann brechen die denen die Beine, damit der Tod dann irgendwann eintritt. Aber Jesus war schon tot. Und dann haben sie ihn in die Seite gestochen. Und dann kam Blut und Wasser raus. Und ich glaube, dass da einfach das Blut, die Erlösung und das Wasser die Gemeinde. Da aus der Seite kommt die Gemeinde raus. Der Heilige Geist, das Wasser kam da raus. Wenn das Wasser der Heilige Geist ist und er seinen Geist in uns ausgegossen hat, dann kommen wir aus ihm heraus. Halleluja. Aus ihm sind wir geboren. Aus Gott geboren. Und dann gießt er sich in uns aus. Und er will sich ausgießen in jede Zelle, in jedes Körperteil unseres Lebens. Und das Wort wurde Fleisch, hieß es.
Und deswegen wird die Gemeinde gewaschen im Wasserbad des Wortes. Und es kommt von innen, das kommt von innen heraus. Und nichts, was aus der Welt kam, nichts, was von außen kam, nichts, was von außen kommt, baut die Gemeinde, sondern das, was von innen herauskommt. Dann sind wir ein Geist mit ihm. Und dann sind wir ein Geist untereinander. Und es ist so schön, wenn wir immer mehr anfangen, im Geist miteinander zu fließen. Und es ist manchmal, dann neulich auch die Helga, die denkt irgendwie an mich und keine Ahnung, und ich rufe an und sag ihr was. Und ne, also das ist ein Geist. Und immer wieder stellst du dann fest, Nolli mit der Emma, dann sie sagt, okay, Herr, wie machen wir jetzt? Und er sagt so und so. Und ne? Und da immer mehr fließt man. Heißt ja auch, wir sind die Gemeinde wie eine Symphonie. Und da gibt's nur einen Dirigenten, der dirigiert. Und der dirigiert es zum... Weil die Helga das sagt, wie lieblich und fein ist, wenn Brüder in Eintracht zusammenkommen. Und dann, wie geht's weiter? Vom Bart, vom Haupt. Das kostbare Öl, genau. Was ist das wieder? Der Heiliggeist auf dem Haupt. Wer ist denn das Haupt? Jesus. Und dann fängt's an zu fließen. In den Bart, in den Pastor hinein. Zum Pastor, Aaron, das repräsentiert den Pastor. Da gibt's Ordnungen im Leib. Dann fließt es. Und dann fließt's runter zu den Ältesten. Und dann bis zum Saum in die ganze Gemeinde. Halleluja. Und dann gehen wir mal weiter zum 12. 1. Korinther 12, Vers 12, denn gleich wie der Leib einer ist, ein Leib, kann man uns gut vorstellen mit einem Kuchen oder Brotleib oder so, ein Leib, ein Kuchen und viele, viele Stückchens und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind. Sag das mal zu den Nachbarn, wir sind eins. So auch der Christus. So auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden oder Griechen, Knechte, freie Frauen. Steht jetzt nicht da, aber nicht, dass sich jemand wundert wieder, ne, warum hier eine Frau predigt, obwohl manche ja sagen, die dürfen es nicht. Ne? Keine Ahnung, also manchmal zeigt ja der Heilige Geist was. Ne? Juden, freie, Grieche, Knechte, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen nicht zum Leib? Wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört es deswegen nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Oder wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe nun der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder, jedes einzelne von ihnen, so zusammengefügt, wie er gewollt hat. Sag mal, wie er gewollt hat. Ob es dir passt oder nicht, ich predige, wenn Gott es sagt.
Halleluja. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch nur einen Leib. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Sag mal zu deinem Nachbarn, ich brauche dich. Sag mal zu deinem Hintermann, ich brauche dich. Sag mal zum Rudolf, ich brauche dich. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit größerer Ehre. Wow. Wenn ein Glied, 26, leidet, so leiden alle Glieder mit. Also mir geht's manchmal so, wenn es jemandem nicht gut geht, dann, ne? Und wenn ein Glied nicht hier ist, dann leiden wir. Dann leiden alle. Wenn du nicht an deinem Platz bist, dann leiden alle. Und dann brennen vielleicht irgendwelche Leiter aus. Das ist jetzt, ist vielleicht scharf, aber das ist einfach, wie sich's Gott vorstellt. Und dann sagt er auch im Petrus irgendwo, lasst euch einbauen als lebendige Steine. Da wird ein Haus gebaut. Und das Haus sind wir. Und Jesus ist der Eckstein davon. Macht er so schöne Beispiele immer davon. Sag mal Schluss mit Kindergarten. Ist ja klar, wenn wir der Leib Christi sind, der hatte ja einen Körper. Und das ist es eben, die Botschaft ist nicht Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, sondern Christus in uns. Christus in uns. Christus in uns. Da gibt's keinen Christus, der hier rumläuft. Und es wird's auch nicht geben. Christus in uns. Und das sage ich auch, um dir eine Sicht zu geben über Gemeinde, was wir hier überhaupt machen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich am Sonntag jetzt nicht mehr bei meinem Papa gewesen bin. Aber wisst ihr warum? Nicht, weil mir der egal ist, sondern weil ich hier meinen Platz nicht verlassen will. Das ist das Allerwichtigste in meinem Leben. Weil hier werde ich ernährt, hier werde ich großgezogen, hier werde ich verändert. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns jemanden geschickt hat. Mit Erfahrung, mit Weisheit. Und das dürfen wir auch zu schätzen lernen. Einer, der sich nie beschwert, einer, der nie jammert. Neulich kommt er nachts um eins heim, nie sagt er was, nie. Aber wie wäre es, wenn wir an unseren Platz kommen, dass er nicht jede Nacht bis eins arbeiten muss? Halleluja. Und dann fließen wir zusammen immer mehr. Und wenn Gott dir gesagt hat, geh daher, das ist so wichtig, das ist wirklich wichtig. Frag du selber Gott, frag du am Internet. Sitz nicht nur auf deinem Sofa und füll dich, um dann dein Leben irgendwo ein bisschen Gott einzubauen und gesegnet zu sein. Das wird nicht funktionieren.
Und deine Seele ist nicht schlecht, aber die muss, das ist das Ziel des Glaubens, dass die Seele errettet wird. Nicht erneuert, errettet wird. Dass wir durch den Geist die Seele, und jetzt sind wir doch alle, sind wir doch mal ehrlich, der eine ist mal da beleidigt, der andere ist sauer, der andere ist dies. Das ist in einem Haus so. Aber irgendwann, bei Jesus war es so, der war so klar, der war so scharf, der war so fokussiert, dann ging das alles durch ihn durch. Da alles durch ihn durch. Und das, was uns noch irgendwo, das war noch nicht Christus. Das war er noch nicht. Und wir werden hier vorbereitet. Und hier sind Leute, die wollen das. Das sind diejenigen, die sich auf ihre Knie gehen und wenn es sein muss, mit der Hand das Wasser schöpfen. Und wenn es sein muss, dann werden sie schmutzig hier und stehen im Schlamm und werden nass oder was auch immer. Aber die schöpfen, weil sie das leben. Die schöpfen von der Quelle. Kennt ihr die Geschichte? Gott wird deinen Individualismus zerbrechen. Du bist kein Einzelner mehr, sondern du bist ein Teil, ein Teilchen am Kuchen oder am Leib. Da passt keine Selbstsucht, da passt kein Egoismus rein. Sondern du wirst einer. Wie er auf dieser Welt. Du bist hier, um zu geben. Du bist hier, um zu segnen. Du bist bereit, für deine Brüder zu sterben. Also, nicht den körperlichen Tod, aber du stirbst deinen Hobbys ab. Vielleicht machst du manches auch noch gerne. Und das ist ja auch erlaubt. Aber das ist nicht mein Punkt, sondern du gibst dich hin. Du gibst dich Christus hin, wie er dich gebrauchen kann. Gehen wir mal zum Epheser 5. Ihr Frauen ordnet euch, 22, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Die Gemeinde, wir ordnen uns Christus unter. Wir ordnen uns seinen Wort unter. Denn der Mann